Hier sind die EmsTV News. Heute ist Dienstag, der 27. Dezember. Herzlich willkommen zu Ihren regionalen Nachrichten. Das Jahr ist fast zu Ende, darum möchten wir mit Ihnen die Highlights aus 2022 Revue passieren lassen. In den kommenden Tagen werden wir aus jedem Quartal die stärksten Meldungen erneut zeigen. Und heute beginnen wir mit den Beiträgen von Januar bis März. Beim SV Meppen herrscht beste Stimmung. Und das mit gutem Recht. Das Team von Trainer Rico Schmidt gilt als das Überraschungsteam der bisherigen Drittligasaison. Mit bisher 36 gesammelten Punkten aus 20 Spielen stehen die Emsländer auf Platz 3 der dritten Liga. Für den erfahrenen Führungsspieler Steffen Puttkammer ist das allerdings kein Grund, das vor der Saison gesteckte Ziel Klassenerhalt nachzujustieren. Also es ist eine Floskel, aber die trifft absolut zu. Also wir tun gut daran, von Spiel zu schauen, dann unsere 45, 46 Punkte zu haben. Das ist bis dahin noch ein weiter Weg, dessen sind wir uns auch bewusst. Wenn wir die haben, können wir dann in Zukunft da gerne drüber sprechen. Aber aktuell wissen wir, wie schwer jedes Spiel in der dritten Liga ist. Man kann auch ganz schnell in einen anderen Negativlauf kommen. Wir wollen aber sehen, dass wir weiter unseren Positivlauf mitnehmen. In den zwei Testspielen beim 1:1 gegen den FC Groningen und beim 2:1 Sieg gegen Rot-Weiß Essen musste Schmidt immer wieder viele Veränderungen in seiner Mannschaft vornehmen. Viele Spieler fehlten krankheits- oder verletzungsbedingt. Unter der Woche vor dem Drittligastart am Samstag meldeten sich wichtige Spieler wie Morgan Fassbender, Richard Sukutapasu und auch Luka Tankulic beim Training zurück. Speziell Tankulic' Rückkehr enorm wichtig. Der Offensiv-Allrounder erzielte in der ersten Saisonhälfte bereits 11 Treffer. 4 weitere bereitete er vor. Ein neues altes Gesicht ist seit dem Start der Rückrundenvorbereitung ebenfalls wieder dabei an der Lattener Straße. Das hat sich nicht wirklich angefühlt, als wäre ich weg gewesen. Gewohntes Umfeld, ich kannte so gut wie alle bis auf jetzt die Neuzugänge. Aber trotzdem vom ersten Tag an wohlgefühlt und ja, einfach gefreut, wieder hier zu sein. Während Bärre neu zum Team gekommen ist, verließ Stürmer Serhat Koruk den Verein unter der Woche. Die Position der Spitze im Angriff in dieser Spielzeit war vakant beim SVM. In der Hinrunde durften sowohl Koruk, Lukas Krüger oder auch Richie Sukutapasu vorne stürmen. Richtig überzeugen und festspielen konnte sich aber keiner der Angreifer. Wer am Samstag in Kaiserslautern diese Position besetzt? Wohl die spannendste Frage. Vielleicht konnte Richie ja unter der Woche mit solchen Zauberaktionen den Trainer überzeugen. Ja, der Gegner wird heiß sein. Die sind 3 Punkte hinter uns, wollen punktemäßig leicht ziehen. Das wollen wir natürlich mit aller Macht verhindern und ja, möglichst dann 6 Punkte voraus sein. Ja, ich erwarte den Gegner, der brennen wird, die Pause jetzt auch genutzt hat, um sich auf uns einzustellen. Wir werden natürlich jetzt auch anders wahrgenommen als vielleicht am Anfang der Saison. Das ist einfach so, aber da müssen wir auch mit klarkommen und werden wir auch mit klarkommen. Wenn der SV Meppen die Form aus der Hinrunde mit in das neue Jahr nehmen kann, dann sind auch am Samstag auf dem Betzenberg Punkte drin. Um 14 Uhr wird das Gastspiel der Meppener bei den Roten Teufeln angepfiffen. Die Füße klappern, die Haare schwingen und das alles in einem irren Tempo. Der Irish Dance findet mit seinem rhythmischen Klang zahlreiche Fans. Im Emsland gibt es sogar eine Tanzgruppe, die überwiegend mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Jette Brandt ist 11 Jahre alt und tanzt, seit sie 5 ist. Ihre Inspiration holt sie sich bei Profis anderer Tanzgruppen. Also ich habe einmal, wo ich angefangen habe, habe ich so eine Show geguckt in Lingen. Und das fand ich halt so richtig cool. Und dann habe ich mir da so die Hauptrolle ausgesucht und die versuche ich halt ein bisschen so zu imitieren. Also die finde ich eigentlich ganz cool. Ich glaube, das war sogar die Böse. Mein Solo ist ja auch eigentlich die Böse. Ihre Solorolle ist eine ambitionierte Tänzerin, die davon träumt, Profitänzerin zu sein. Im Laufe der Aufführung steht sie dann mit professionellen Tänzern auf der Bühne. Die Idee für die Show hatte Dennis Konusch, Trainer der Tanzgruppe. Er wollte den Zuschauern eine Möglichkeit geben, sich nach den zahlreichen Lockdowns wieder zu amüsieren. Und dann sollen wir bereit sein, wirklich eine Show tanzen zu können. Das war das Ziel. Und da haben wir uns zusammengerissen, wir haben uns Choreografien ausgemalt, die wir von zu Hause aus vorbereiten. Die Tänzer haben sich Schuhe auf dem Rasen zu Hause verteilt. Das waren quasi die anderen Tänzer, die, um die Choreografie so ein bisschen im Auge zu behalten, und haben dann ihre Tänze abgetanzt. Und so nach und nach konnten wir tatsächlich entlang dieses Ziels, eine Show zu tanzen, uns durch die Corona-Zeit geschlagen und sind dadurch auch gewachsen. Nicht nur vom Selbstbewusstsein, sondern auch von der Anzahl der Tänzer.
Schließlich haben mit der Aufführung auch die Kinder und Jugendlichen etwas, worauf sie sich freuen können. Jette genießt, was der Tanz in ihr auslöst. Also das Schönste für mich ist eigentlich, wenn man so auf der Bühne steht, alle Menschen einen angucken, dass man das Gefühl hat, man tanzt einfach das, was man so im Kopf hat. Man muss sich nicht mehr konzentrieren, es geht alles aus dem Kopf raus. Und bei Wettkampf, dass man auch, wenn man auf den ersten Platz kommt, dass man dann auch so ein gutes Gefühl hat. Das wirkt sich bei Jette auch positiv auf ihr Selbstbewusstsein und ihren Ehrgeiz aus. 4 Tage die Woche trainiert sie mit der Gruppe, zusätzlich noch zu Hause nach Lust und Laune. Und ist damit auf dem besten Weg, eines Tages selbst ein Vorbild für den Nachwuchs zu sein. Auf dem Dortmund-Ems-Kanal bei Spelle-Fennhaus droht ein Containerschiff zu versinken. Der Kapitän konnte es noch im Hafen landen, doch der Bug ist bereits mit Wasser vollgelaufen. Die Polizei und die Wasserrettung sind vor Ort. Wir werden mit unseren Wasserrettern und Tauchern unter Wasser gehen und werden eventuell begutachten, ob wir ein Leck finden. Wenn das nicht möglich ist, unterstützen wir auch bei der Bergung, dass wir zum Beispiel dort Klampen oder sonstige Seile oder Leinentaue anbringen, um das Schiff nachher wieder zu stabilisieren. Aktuell werden Ölsperren gelegt. Der Einsatz wird voraussichtlich noch einige Stunden dauern. Stand jetzt vermutet der Kapitän ein Loch im Bug als Ursache. Einen technischen Defekt schließt er aus. Sögel wurde heute Teil einer koordinierten Razzia gegen den internationalen Drogenhandel. Beamte der deutschen und niederländischen Polizei durchsuchten gleichzeitig 12 Objekte in Niedersachsen und in den Niederlanden. Die Beamten stellten mehrere 100.000 € in bar sicher. Dazu Schusswaffen, mehrere Säcke Marihuana und Fahrzeuge. 5 Personen wurden festgenommen. Ja, man kann sagen, das war kein alltägliches Verfahren, weil wir eben ganz eng mit der niederländischen Polizei in diesem Fall zusammengearbeitet haben. Das Ganze rührt schon vor vielen, vielen Monaten, wo eben auch unsere regionale Verbindungsstelle in Lingen das Ganze koordiniert hat, eben über die Grenzen sozusagen die Verbindungen, auch eben die Koordination übernommen hat für die deutschen Durchsuchungsobjekte mit den entsprechenden Festnahmen und so weiter. Das heißt, es war ein größerer Aufwand, aber wir können jetzt feststellen, es war eine gelungene Aktion, eine Gemeinschaftsaktion der Polizei und es hat sehr gut funktioniert. In Sögel wurde im Rahmen der Aktion eine Person vorläufig festgenommen. Der Vorwurf, bandenmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln und Anbau von Cannabis in nicht geringen Mengen. Daniela Kastner und Birte Moss haben sich zusammengeschlossen. Grund dafür ist eine fehlende Unterbringung für ihre Kinder. Sie heißen Sarah und Lasse. Aufgrund ihrer geistigen Behinderung müssen sie Vollzeit gepflegt werden. Zur Tagesroutine zählen das Wickeln, Waschen und Anziehen. Daniela Kastner kommt dabei auch mal an ihre Grenzen. Sie braucht dann natürlich auch irgendwie ein bisschen Bespaßung, dass wir Ausflüge machen oder mit ihr ein bisschen was lesen, ein bisschen kuscheln. Und nebenher läuft dann der ganz normale Alltag und das zu kombinieren ist einfach nicht so leicht. Also zu sagen, ich mache auch die Wäsche und den Haushalt und all das und bin aber zeitgleich die ganze Zeit mit meiner Aufmerksamkeit bei meinem Kind, damit sie sich nicht erschreckt, damit sie keinen Anfall hat, den ich vielleicht irgendwie übersehe. Beide Mütter haben neben ihren pflegebedürftigen Kindern jeweils noch ein weiteres Kind. Die Frauen sind glücklich, dass ihre Familien und Freunde gelernt haben, gut mit der Situation umzugehen. Trotzdem wünschen sie sich für ihren Nachwuchs etwas mehr Freiraum. Was wir gerne hätten, wäre eben etwas, was vergleichbar mit der Familie zu Hause ist, weil diese Kinder nicht mit einem normalen betreuten Wohnen zurechtkämen. Diese Kinder brauchen Windeln, die müssen gefüttert werden, die müssen angezogen werden. Es wird schon schwierig, allein zu sagen, geh mal Hände waschen, das schaffen die schon nicht. Die brauchen rundum auch Schutz vor sich selbst, damit die eben nicht anfangen, aus dem Fenster zu klettern oder Matratzen durchs Treppenhaus zu schleifen oder irgendwie sowas zu machen. Das heißt, es wird ein stationäres Wohnen benötigt werden mit pflegerischem Personal und auch mit Betreuung. Sie suchen weitere Familien, die in der gleichen Situation sind. Gemeinschaftlich wollen sie Wege finden, Beruf und Familienalltag im Sinne aller bestmöglich zu gestalten. In Walchum in der Samtgemeinde Dörpen wurde auf der Baustelle der alten Schule ein Papierdokument aus dem Jahr 1949 gefunden. Die alte, aber gut lesbare Schrift berichtet über den Hunger, die Flucht und die Kinder der Nachkriegszeit. Eine Zeitzeugin erinnert sich noch an ihren damaligen Schulweg. Das letzte Kilometer musste ich dann durch den Wald. Und ich hatte ganz viel Angst, wenn ein Vogel hochflog.
dann bin ich erst wieder gelaufen. Und so bin ich 2 Jahre dann alleine 5 Kilometer nach Weichum zur Schule. An der Stelle, an der die alte Schule abgerissen wurde, entsteht hier ein Multifunktionsgebäude. Der Bürgermeister Hermann Wocken spricht von der Herzkammer für den Ort Hasselbrock. Sehr viele Vereine und Menschen werden hier dann eine vernünftige Räume dann vorfinden, neue Räume, moderne Räume vorfinden. Und das ganz besonders Tolle ist, die Menschen hier in Hasselbrock haben dieses Haus auch im Vorfeld gemeinsam konzipiert. Es ist durch eine sehr aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger hier in Hasselbrock das Multifunktionsgebäude entwickelt worden. Und es ist jetzt besonders schön, dass es auch umgesetzt wird. Das ist eine Riesenleistung der Gemeinde Weichum, die mit dem Bürgermeister Alois Milch vorneweg. Und der Gemeinderat hat alle Entscheidungen einstimmig getroffen. Das beschriebene Leid im Dokument aus dem Jahr 1949 erinnert an das Leid von heute. Hinsichtlich des Kriegs in der Ukraine befindet sich der Bürgermeister Hermann Wocken in engem Austausch mit dem Landkreis und dem Land. Gemeinsam haben sie erste Vorkehrungen für Menschen in der Not zu helfen getroffen. An Bächen und Flüssen in Laden findet der Fischereiaufseher Jürgen Stricker regelmäßig Netze. Darin fänden nicht nur Fische, sondern auch andere am Ufer lebende Tiere an qualvoll. Aus den Gewässern bei Laden werden pro Jahr vermutlich 250 Kilogramm Fisch von Wilderern entnommen. Der Aufseher ist überzeugt, dass es keine Einzeltäter sind. Wir gehen wirklich schon davon aus, dass das Leute sind, die das professionell machen, weil da sind Netze bei, die 300, 400, 500 Euro kosten und diese Strecken, die da auch gemacht werden, das kann auch ein Mann nicht alleine schaffen. Das werden dann 2, 3 Leute sein, die das komplette Netz rausholen werden. Also das ist schon ziemlich professionell. Wir können aber nicht sagen, dass dahinter jetzt eine Mafia steckt oder sowas ähnliches, das können wir nicht sagen. Um die Wilderei einzudämmen, kontrollieren die Aufseher des Fischereivereins in Laden die Gewässer. Inzwischen sind es 27 Mitglieder, die auch nachts unterwegs sind. Der Fischereiverein züchtet den Bestand inzwischen selbst nach, da sich der frühere Bestand erheblich verändert hat. Die Wilderer haben besonders laichfähige Fische im Fokus. Um dem Schwund des Fischbestands entgegenzuwirken, ergreifen Werner Krämer und der Fischereiverein weitere Maßnahmen. Also aktuell haben wir noch Renaturierungsmaßnahmen in der Latener bzw. Melstroper Beke. Das heißt, wir bringen Kiesbetten ein bzw. Erstellen Nebengewässer, sogenannte Auen, die bei Hochwasser überschwemmt werden. Das hat nicht nur Vorteile für die Fische, auch für Frösche und andere Amphibien. Dort kann der Fisch bzw. auch gerade die Aalquappe, die wir versuchen hier wieder anzusiedeln, ihr Brutgeschäft verrichten und sich dort eben entsprechend vermehren. Flüsse wie die Ems sind die optimale Lebensgrundlage für Raubfische wie Barsche, Zander und Hechte. Ihre Population nimmt derzeit stark zu. Sie reduzieren die Anzahl der Friedfische. Deswegen bedarf es sandiger Auen und Bäche, um ein Gleichgewicht in der hiesigen Fauna wiederherzustellen. Für dieses Gleichgewicht muss der Fischereiverein Laden auch weiter gegen die Wilderei vorgehen. Das war der erste Teil unseres Jahresrückblicks von 2022. Morgen sehen Sie dann, welche Beiträge Sie von April bis Juni am meisten interessiert haben. Bis dann!